Hi und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, es ist Mittwoch und ich dachte, ich erzähle euch was. Eine kleine Geschichte aus meinem Leben. Es ist nicht eine lange Geschichte und ich weiß gar nicht, ob die so passt, aber mir ist es vor ein paar Tagen aufgefallen. Also, es ist wie folgt. Als ich vor ein paar Jahren die MeToo-Bewegung gesehen habe, beobachtet habe, wie auch immer, dachte ich mir immer so, es ist gut, dass auf der einen Seite, dass sich die Frauen melden, aber auf der anderen Seite fand ich auch, dass es so traurig und schade ist, dass es so eine Bewegung ist, die hat einen Hashtag und alles, aber gefühlt in 3 Jahren ist es vergessen. Oder besser gesagt, dann ist es nicht mehr so dieses Riesenthema. Und ich habe dann aber auch irgendwo eine Studie gelesen, dass jede zweite oder jede Frau fast mal eine Geschichte von sexueller Belästigung hat oder von eben sowas. Und ich dachte mir dann damals, das ist aber eine ganz schön falsche Statistik. Also mir ist ja sowas noch nie passiert. Dann vor ein paar Tagen habe ich einen Schrank ausgeräumt. Und in diesem Schrank war ein Zettel und auf dem Zettel ausgedruckt war damals da eine Geschichte. Und dann dachte ich mir, oh, ich habe doch auch so eine Geschichte. Also nicht so wild, aber tatsächlich könnte man das so sehen. Also, und deswegen dachte ich, ich erzähle euch die Geschichte in meiner Kurzfassung und dann erzähle ich euch so ein bisschen noch was danach. Ja, also wie folgt ist es. Also ich wollte vor ungefähr, ist jetzt auch schon fast 10 Jahre her, zehn Jahre, wollte ich mir einen Laptop kaufen, weil mein damaliger Laptop war kaputt und ich habe halt einen neuen gebraucht und ich dachte, auf eBay Kleinanzeigen finde ich einen schönen Laptop. Und dann habe ich auch einen gefunden, der hat so für mich gepasst. Ich dachte, okay, das ist ein echt top Gerät und der Preis ist auch gut. Und dann habe ich eben dem Verkäufer geschrieben, guten Tag, mein Name ist Elena. Könnte ich bitte wissen, wie viel der Laptop kostet, also genau, und ob der Preis noch was machbar ist oder ob der eben, was da genau, also ich wollte noch so ein paar Infos halt, Preis und so weiter. Also der Preis, der da in der Anzeige stand, war schon gut, aber man kann ja immer noch was rausholen. Spart, Leute. Immer sparen, 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 sparen. Das ist mein Lebensmotto. Ich bin Schwabe. Ja, und auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann dem geschrieben habe und dann habe ich eigentlich auch nichts gedacht und habe dann halt auch gewartet, bis der antwortet. Und dann kam diese Antwort und dann stand da, ja, ich kann was am Preis machen, aber sag mal, bist du eine Süße? Daraufhin habe ich zurückgeschrieben, was er am Preis machen könnte und ob ich süß oder nicht bin, zu tun hat. Und er so, ja, er verkauft nur an süße und schöne Frauen. Und da habe ich ihm zurückgeschrieben, ja, kann sein, aber ich bin erst 17, minderjährig. Ja. Und dann habe ich den geblockt, weil das war dann, wo ich mir dann gedacht habe, oh, nein, muss nicht. Und ja, im Nachhinein war das in gewisser Form eine Form von sexueller Belästigung, wo ich mir so drüber Gedanken gemacht habe. Und ich habe dann aber auch noch später nochmal so ein Erlebnis gehabt. Also das ist jetzt nicht mal so lange her, das ist jetzt nicht mal ein Jahr her, um ehrlich zu sein. Damals, was ich auch auf dem Kanal ja allen erzählt habe, hatte ich ja Probleme mit meinem Mac. Und dann war da so ein Hotline-Mitarbeiter und ich habe dem dann erzählt, so langsam, also wir waren wirklich schon, meine Mutter und ich, wir hatten solche Hälser. Metaphorisch gesehen, also in Wirklichkeit nicht, das wäre echt schräg gewesen, unsere Hälse so groß wie unsere Schultern gewesen wären. Hätten wir ausgesehen wie Kanye West in diesem Video. Ja, aber das ist jetzt nicht das Wichtige daran. Und dann war es ja damals so, dass einer von den vielen, der eine hat mir erzählt, wenn ich ein Update macht, läuft der Mac smoother.
Egal, ich reg mich da echt immer noch drüber auf. Es tut mir leid. Also, ja, und dann der nächste Mitarbeiter hat dann zu mir ja gemeint, wenn wir uns so drüber aufregen, dann sollen wir uns umarmt fühlen. Und ganz ehrlich, von dem habe ich mich schon so belästigt gefühlt. Es ist so eine nett gemeinte Aussage, aber ich wollte technischen Support, ich wollte Hilfe, ich wollte wissen, was ich jetzt tun soll, und der erzählt mir was von fühl dich umarmt. Es ist zwar nett gemeint, aber wie sage ich immer zu meiner Mutter, nett gemeint ist dumm gelaufen. Ja. Und das war dann halt dumm gelaufen. Und ja, als ich so drüber nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, also wenn das wirklich als sexuelle Belästigung zählt, und da bin ich mir ja nicht mehr sicher, weil heutzutage kann man sich da so schwer sicher sein, weil es gibt Geschichten, wo Leute anderen Leuten, wo andere Leute betatscht werden, oder wo sie zum Beispielsweise bekrabbelt und furchtbar schlimme sexistische Sätze an den Kopf geschmissen bekommen. Und da war ich mir ehrlich gesagt in meiner Geschichte nicht sicher. Zählt das schon als sexuelle Belästigung? Ich habe mich belästigt gefühlt, und es war mir unangenehm. Es war mir ausgesprochen unangenehm. Aber nur weil es für mich so war, strafrechtlich ist beides nicht wirklich relevant. Aber heißt es, dass es dann auch nichts ist, oder heißt es, dass es dennoch was sein darf? Da kann ich sagen, ich bin belästigt worden, weil ich mich belästigt fühle, oder muss man da erst gefühlt irgendeine Hürde nehmen, die man nicht sieht? Irgendwie sowas wie, er muss Minimum gekrabbelt, es muss Minimum getatscht worden sein, oder es muss Minimum ein doppeldeutiges Angebot gemacht worden sein. Also, wobei, kann man bei der PC-Geschichte schon so sehen, indirekt. Weil wenn er sagt, ich gebe nur süßen, hübschen Mädchen Rabatt, dann weiß man ja nicht, was für eine Art von Rabatt er für diese Geschichten haben halt wollen. Aber auf jeden Fall, ich habe mich damals belästigt gefühlt, und ich habe mich auch jetzt im Nachhinein belästigt gefühlt, als es mir wieder eingefallen ist. Muss aber sagen, wo fängt Belästigung an? Wo fängt sie wirklich an? Wenn es wirklich eine individuelle Sache ist und jeder sagt, ich fühle mich hierbei belästigt und ich fühle mich dabei belästigt und es immer zählt, ist es dann so, dass es zählt, weil ich es so sehe? Oder ist es dann so eine Geschichte, wo andere sagen, haha, das ist ja wohl eine Lachnummer? Es ist ja echt so eine Frage, die man sich dann stellen muss. Und vor allem, wenn man so eine Geschichte erzählt, also ich habe ja jetzt für mich persönlich zwei Geschichten, die jetzt wirklich für mich nicht so dramatisch waren oder so lebenseinschneidend. Aber ich muss auch sagen, ich habe mir überlegt, erzähle ich das euch jetzt oder erzähle ich das jetzt nicht? Weil wenn ich es euch erzähle, kommt dann irgendwie so ein komisches Gefühl auf oder wie auch immer. Oder also wirklich, bei uns im Hausgang wühlt es gerade. Allerdings haben wir auch Mäuse im Keller. Ja, und ich habe mich dann schon fragen müssen, wo beginnt Belästigung? Was heißt es, belästigt zu werden, wirklich heutzutage? Und ist es schon legitim, sich belästigt zu fühlen, nur von jemandem, der einem sagt, fühl dich umarmt, was ja für mich irgendwie so eine Nähe-Geschichte ist? Auch wenn ich glaube, er hat sogar zu seiner Mutter, sie soll sich umarmt fühlen. Aber auf jeden Fall, ich bin mir jetzt nicht mal mehr sicher, weil es ist schon ein bisschen her. Aber der andere mit seinem PC, das fand ich damals, als ich so 16, 17 war, wirklich unpassend. Und ja, ist für mich wirklich, ich stelle mir jetzt gerade diese Frage, weil es ist so, dass das Strafrecht heutzutage in Deutschland sagt, es muss schon wirklich mehr passieren. Damit es irgendwie verfolgt werden kann. Und ich habe so das Gefühl, also ja, ich gucke ja immer gerne Law and Order Special Victims Unit. Und da geht es vor allem um sowas. Und was ich da immer so, also was man da schon so raus hören kann im O-Ton, ist so ein bisschen, dass es immer eine Geschichte von er sagt, sie sagt ist. Und wenn es jetzt nicht mal zu irgendwelchen
zum Äußersten gekommen ist, sondern wirklich nur so gesprochene Worte sind oder irgendwie geschriebene Texte, ist es strafrechtlich nicht relevant? Und wenn es nicht relevant ist und sozusagen einem der deutsche Staat sagt, es ist nicht wichtig, was dir da passiert ist, weil es ist ja nicht so schlimm, dann beurteilt ja eigentlich jemand anders, ob es für mich schlimm sein darf oder nicht. Und allein diese Tatsache, dass ich mir jetzt gerade hier so viele Fragen stelle und ich mir jetzt gerade so das Gefühl habe, es ist ja eigentlich gar keine richtig schlimme Geschichte, obwohl es für mich damals ja schon was war, wo ich mal, ich bin zu meiner Mutter damals gegangen und war ganz aufgewühlt und alles, weil ich echt nicht gewusst habe, was ich da jetzt sagen soll, was ich da jetzt machen soll. Ich habe es dann ausgedruckt und alles und auch damals, wie heißt das Wort? Ich habe dann den Bildschirmtext auch ausgedruckt, aber ich weiß eben nicht, und das ist eben wirklich für mich etwas, ich weiß nicht, ob ich, wenn ich jetzt mit diesem Text zur Polizei gegangen wäre und der Anzeige und allem, ob das überhaupt irgendetwas, ob die da überhaupt irgendwie drauf reagiert hätten. Und ja, es ist schwierig für mich, also für mich persönlich, ich finde, jemand, der sowas schreibt zu einem jungen Mädchen oder eben auch zu anderen Mädchen oder zu Frauen, der macht das ja nicht wahrscheinlich das erste Mal, wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal. Und wenn man dann so Geschichten hat und es strafrechtlich, man weiß, es bringt mir nichts, zur Polizei zu gehen, dann ist ja die Hürde für die, die dann wirklich was haben und die nicht wissen, ob das, also die wirklich dann Probleme haben, ist ja dann auch höher. Und wenn du dann zum Beispiel, also jetzt nur ein ganz blödes Beispiel, wenn ich den jetzt gemeldet hätte und noch drei oder vier andere und er dann irgendwas ganz Schlimmes angestellt hätte, dann wäre zumindest schon mal bekannt, dass der zu sowas neigt und dann wäre vielleicht, würde man vielleicht dem echten Opfer schneller die Hilfe anbieten können, die es braucht. Aber stattdessen ist es so, dass wir dadurch, dass es erst was passieren muss, erst übergriffig sein muss, erst dann Hilfe bekommt, sind viele Geschichten wahrscheinlich, werden unter den Teppich gekehrt, wo vielleicht für dann ein späteres Opfer nicht schlecht wären, wenn es schon aktenkundig wäre. Ja, schon tragisch. Tja. Naja, das war alles, was ich euch dazu erzählen konnte. Mir ist es nur vor ein paar Tagen wieder eingefallen, in irgendeinem Kontext. Und ich dachte, ich erzähle euch davon mal und ja, teile mit euch da diesbezüglich meine Meinung. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt oder ob ihr auch schon mal so Erfahrungen gemacht habt oder ob ihr auch das Gefühl habt, dass da die Hürde viel zu hoch ist. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben. Ja, jetzt muss ich noch einen ganz kleinen Post-Credit reinstecken, weil mir fällt gerade auch noch was auf, was man an dieser Stelle auch erwähnen muss. Es ist schlecht, dass die Hürde so hoch ist, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn jemand zum Beispiel einfach einen ausgedruckten Text hat, also einen Beweis oder so, wäre es gut, wenn die Hürde nicht so hoch wäre. Aber wenn es einfach nur so eine Geschichte ist, wo man nichts beweisen kann, ist es natürlich schwierig, wenn dann sofort Ermittlungen angestellt werden. Und ich hätte jetzt für meinen Teil auch nicht gewollt, dass da ermittelt worden wäre, weil es mir damals, damaligem Stand der Dinge, ich war 17 Jahre alt, da denkt man nicht drüber nach, dass das vielleicht, dass es was Furchtbares, Schlimmes daraus folgen könnte, sondern ich war einfach nur für mich verunsichert. Und ich muss auch sagen, selbst als ich 26 war und mir was in dieser Art passiert ist, war ich immer noch verunsichert, ob ich da überhaupt irgendwas dazu sagen sollte oder ob nicht oder ob ich da überhaupt Beweise habe. Und das ist ja. Und ich für meinen Teil, ich finde, es gibt natürlich auch falsche Anzeigen und natürlich gibt es auch so Geschichten, die dann nicht wirklich wahr sind, aber ich finde auch, man sollte zumindest heutzutage die Zeit aufwenden, zu überprüfen, ob es was dran ist.
Weil wenn was dran ist, weiß man nie, ob wenn man den anderen einfach nur davonkommen lässt, ob das dann nicht zu irgendwelchen noch viel schlimmeren Taten oder Geschichten führt. Also ich bin auf jeden Fall in diesem Punkt tendenziell eher dafür, dass man es erstmal neutral betrachtet und ermittelt. Und dann, wenn es was gibt, dann gibt es was. Und wenn es nichts gibt, dann sollte man das auch auf sich beruhen lassen. Aber was ich finde, was eine wichtige Sache ist, ich finde, es sollte keine Geschichte von der Öffentlichkeit sein. Es geht keinen auf der Welt was an, wenn da irgendwas ist. Es ist eine sehr intime Geschichte und deswegen finde ich auch, dass es nichts ist, wo dann irgendwie Zeitungen drüber berichten sollten. Und deswegen muss ich sagen, fände ich es dann auch besser, wenn dann Zeitungen in dem Falle nicht nur um die Auflage zum Glühen zu bringen, den Opferschutz total ignorieren. Ich muss sagen, da gibt es Zeitungen, die sind dann nicht sehr, sehr, sehr aufmerksam. Und ich finde, am Ende des Tages, egal wie man es dreht und wendet, es ist immer die Entscheidung von der Person, die den Schaden trägt, ob sie möchte, dass es öffentlich wird oder nicht. Ja, das war alles. Und ja, gut. Also dann nochmal den Abschluss. Ihr könnt mir gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder einen Kommentar oder eine E-Mail an die bell.readmeoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns wieder bis nächste Woche. Nee, bis Freitag. Bis dann. Tschüss.